Herzlich willkommen in dieser besonderen Adventszeit zu einem besonderen Adventkalender. Ich habe heute mitgebracht eine Geschichte von Michael Ende. Schritt für Schritt heißt sie. Der alte Straßenkehrer Beppo verrät seiner Freundin Momo ein Geheimnis. Es ist so, sagt er. Manchmal hat man eine sehr lange Straße vor sich. Man denkt, die ist so schrecklich lang, das kann man niemals schaffen. So denkt man. Und dann fängt man an, sich zu beeilen. Und man beeilt sich immer mehr. Jedes Mal, wenn man aufschaut, sieht man, dass gar nichts weniger geworden ist, was noch vor einem liegt. Und man strengt sich noch mehr an. Man kriegt es mit der Angst zu tun. Und zum Schluss ist man ganz außer Puste und kann nicht mehr. Und die Straße liegt immer noch vor einem. So darf man es nicht machen. Man darf nie an die ganze Straße auf einmal denken, verstehst du? Man muss nur an den nächsten Schritt denken, an den nächsten Atemzug, an den nächsten Besenstrich und immer wieder nur an den nächsten. Dann macht es Freude, das ist wichtig, denn dann macht man seine Sache gut und so soll es sein. Auf einmal merkt man, dass man Schritt für Schritt die ganze Straße gemacht hat. Man hat gar nicht gemerkt, wie. Und man ist nicht außer Puste. Das ist wichtig. Wer klopft an? O Zweige, arme Leut, was wollt ihr denn? O gebt uns Herberg heut, o durch Gottes lieb wir bitten, öffnet uns doch eure Hütten. O nein, o lasset uns doch ein, es kann nicht sein. Wir wollen dankbar sein. Nein, oh nein, es kann nicht sein, da geht nur fort, ihr kommt nicht rein. Wer vor der Tür ein Weib mit ihrem Mann, was wollt denn ihr? Hört unsere Bitte an. Lasset heut bei euch uns wohnen, Gott wird euch schon alles lohnen. Was zahlt ihr mir? Kein Geld besitzen wir. Dann geht von hier, o öffnet uns die Tür. Ei, macht mir kein Ungestüm, packt euch, geht woanders hin. So wünsche ich uns allen einen guten Abend und einen guten Tag morgen. Dazu segne uns Gott, unser Vater und unsere Mutter, Jesus, unser Bruder und die Heilige Geisteskraft. Amen. Alles Gute und vielleicht bis morgen.